Hallo, herzlich willkommen, meine Freunde. Hier ist ein erneutes Live-Commentary auf meinem Kanal. Ja, ist es Uncharted 3 natürlicherweise. Und ja, ich habe Harry noch dabei. Also, er weiß jetzt nicht, dass ich das aufnehme, aber Grüße an dich, Harry, wenn du das jetzt hier siehst. Ja, ich habe sogar ein bisschen was zu anzusprechen, was mich ehrlich, wo ich das gehört habe, ein bisschen traurig gemacht hat. Es hat dieses Thema hat auch schon Energy Gaming angesprochen. Halt, dass Uncharted 3. Die Uncharted 3 Community ausstirbt. Ja, ich finde, ich stimme ihm zu, dass es wirklich ist. Also, man merkt es schon langsam, dass die meisten Kommentatoren von Uncharted 3 einfach die Lust am Spiel verlieren. Ich finde das echt schade, sowas zu hören, weil Uncharted 3 ist ein recht geiles Spiel und es hätte viel, viel mehr verdient. Also, sagen wir so, ja, ihr weißt schon, was ich meine mit verdient, halt, dass die Community eigentlich. Es ist ein echt geiles Spiel und die. Ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Also, es ist einfach. Ja. Eigentlich. Manchmal regt es euch halt einen auf. Aber eigentlich im Sinne und großen Ganzen sind wir eigentlich zufrieden mit dem Spiel. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir mal COD spielen, also ich habe ja COD selbst, ich spiele COD selbst. Und es fuckt mich an. Eigentlich hauptsächlich fast nur ab. Also manchmal, es gibt wenn nicht mal mit manchmal Kier überhaupt noch ein bisschen Runde spielt, da macht es eigentlich nochmal eine oder mit Yannick, irgendwie sowas, da macht es eigentlich am meisten immer noch eine Runde eigentlich immer Spaß noch. Aber eigentlich im Großen und Ganzen spiele ich das Spiel eigentlich auch nicht mehr. Ja, jedenfalls, das ist ein bisschen, was ich dazu sagen wollte. Ich weiß jetzt nicht so viel, aber das jetzt ist einfach schade, finde ich, sowas. Ich finde, das ist einfach. Das fuckt mich schon wieder ab. Egal. Weil ich finde das einfach nur schade, dass es sowas eigentlich jetzt kommt. Oder jetzt, was ich noch jetzt gleich noch zu einem anderen YouTuber sagen will. Aber ich sag jetzt, ne, jetzt keine Namen. Aber dass ich jetzt halt hier irgendwie überhaupt nicht Probleme jetzt dazu bekommen. Also nenne ich jetzt den Namen nicht von dem YouTuber. Er hat die Überlegung schon gehabt, dass er jetzt mit YouTube aufhört wegen den Hatern. Ja, ich finde das eigentlich. Nein, mach das nicht. Nein, jetzt ehrlich nicht. Das ist es nicht. Alter, fuck mich jetzt nicht ab, Mann. Ihr mit euren scheiß Kanistern da sucht euch Hobbys, Mann. Oh, fuck mich nämlich mal gar nicht ab. So. Ehrlich jetzt, wenn du das jetzt hörst, mach es nicht. Weil es ist ehrlich nicht wert. Du hast schon viele Abonnenten bekommen. Und. Wegen Hatern aufhören, das ist das Dümmste, was man machen eigentlich kann. Weil wo man das mit YouTube angefangen hat, also man musste sich da schon befasst sein, dass das sowas passiert. Aber du hast jetzt ehrlich, vielleicht von deinen Hatern, vielleicht mögen dich von 100%, vielleicht 10%, nee, sagen wir mal 10% circa. Und diese 10%, also 90% mögen dich und 10% vielleicht nicht. Das ist doch eine minimale Anzahl, also. Ich hoffe, du weißt jetzt, wenn du das jetzt hörst, du nimmst ja jetzt zu Herzen. Also, ich kann jetzt einfach dir nur einfach abraten, das zu machen, weil es sich einfach nicht lohnt, um ehrlich zu sagen. Es lohnt sich nicht. Du tust dir mit keinen Gefallen eigentlich, das macht dir ja Spaß. So ist es ja nicht, YouTube macht dir ja Spaß und. Dann hör auf wegen so einer Kleinigkeit, wenn du jetzt mal. Das sind okay, es sind vielleicht. Aber du hast. In der Masse ist das nicht so schlimm, eigentlich. Du hast ja schon eine gute Anzahl Abonnenten. Und wegen sowas bitte nicht aufhören, jetzt ehrlich nicht. Du bist echt guter YouTuber. Ist ehrlich, du. Ich hab dich schon recht lange kennt. War ich schon dein Abonnent, also. Und ich kenne schon deine alten Videos. Also deine Videos wie jetzt sind und wie früher, die sind immer noch die gleichen. Immer alle gut. Und hör einfach bitte nicht auf, okay? Du tust das. Ja, einfach. Ich hoffe, du weißt, was ich jetzt meine. Und nimmst jetzt irgendwie ein bisschen zu Herzen, dass du jetzt einfach das verstehst. Und ich jetzt will nicht jetzt von dem Noob. Gut, danke schön. So, ja. Also, ich hoffe, du nimmst jetzt ein bisschen zu Herzen. Wenn du das überhaupt hörst. Wenn ja, dann. Okay? Okay, das war es dann eigentlich auch ein bisschen zu diesen zwei Sachen, die ich ansprechen wollte. Aber naja, es sind jetzt zwei jetzt nicht so, dass. Es muss einfach jetzt mal gesagt werden, um ehrlich zu sagen. Das ist. Wenn man. Das ist einfach nicht. Ja, nicht gut.
überhaupt in so einen Gedanken zu kommen, wegen sowas. Ich habe ja auch, ich habe jetzt nicht nur keinen richtigen, ja, sagen Hater. Ich habe ja auch bei meiner kleinen Anzahl ist das auch, ja, das ist jetzt nicht so überflüssig. Auch ist es mir eigentlich auch scheißegal. Ich habe die Leute, die mich angucken. Ich habe die Leute, die meine Videos gefallen. Also warum, dann können mir auch die anderen Leute scheißegal, wenn sie Spaß dran haben, irgendwie einen irgendwie fertig zu machen. Wenn die dann denken, die sind dann was Besonderes, dann sind sie halt. Wenn sie denken, das sind sie, dann sind sie es halt. Das kann mir scheißegal sein und den anderen eigentlich allen auch, außer wenn sie es einfach toll finden. Naja, ist ihre Sache. Jedenfalls. Okay. Ich hoffe, du hast es jetzt verstanden, was ich meine. Also, nein, mach's bitte, mach's einfach nicht. Das lohnt sich nicht. Es lohnt sich ehrlich nicht. Okay, das war's eigentlich aber auch ein bisschen, was ich dazu sagen wollte. Guck mal, ihr wisst jetzt, was ich meine, oder? Wisst ihr, was ich meine? Ich werde immer so häufig durch Granaten sterben. Ich sterbe so häufig durch Granaten, für diese verdammten scheiß Granaten, Mann. Oh, ich sterbe, glaube ich, mehr durch Granaten, durch irgendwie durch Gegner, Mann. Mir kommt mir manchmal so vor. Guck mal. Guck mal, ich bin jetzt schon fast wieder gestorben, Mann. Foxtracker, danke schön. Grüße an dich. Wie geil. Leute, habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr das gerade gesehen, Alter? Das sah doch so episch aus, Mann. Mal, ich wäre durch so eine Granate immer gestorben. So, ist doch eigentlich eine recht gute Runde. So. Dann holen wir es auch kurz noch hier den Schatz noch, weil ich will noch immer noch die Direct AK haben. Aber ich habe die immer noch nicht. Mir fehlt immer noch so ein scheiß Item. So, 15-4 ist auch eine recht geil, ein recht gutes Runde gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen zum was ihr auch. Wir können ja mal trotzdem mal unterschreiben, was ihr davon hält, ob jetzt wirklich Uncharted 3, ihr findet, dass Uncharted 3 wirklich ein bisschen ausgestorben ist oder nicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen was darunter für sagen würdet, was ihr davon haltet. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und wir sehen uns dann bei.